Steffen Rögele tritt wieder an. Rögele, Schulko, Nagorny mit dem Nachschuss und erneut dieser Teufelskerl. Goran Schulko, zweimal sensationell pariert. Die Riesenchance für die Gäste nochmal ranzukommen, dahin eine Stunde da gespielt. Aber Kompliment an die Spieler des SSV, weder der Schiedsrichter noch... Marcio, Čović, auffällig bis dato und dann Halle, der Kameruner, Pierre Halle, na bitte! 2:2, nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff, der verdiente Ausgleich. Tolle Moral bei Saarbrücken, nach 0:2 Rückstand zurückgeschlagen. Halle schneller als Malchow und Nutznießer von Čurkos unentschlossenem Ausflug. Was war jetzt noch drin für Saarbrücken? Noch nie hatten sie mehr als 2 Tore geschafft in einem Spiel in dieser Saison. Und jetzt mal genau hingeschaut. Čurko hat den Ball. Will ihn wegschlagen. Čović tänzelt um ihn rum. Her damit und rein damit. Čurko verdutzt. Das Tor aber zählt. Wahnsinn, was für ein verrückter Treffer. Ante Čović 3:2. Mit Sicherheit das kurioseste Tor der Saison. Čurko dachte, es gibt Freistoß. Das Spiel war überhaupt nicht unterbrochen. Und so war Goran Čurko die Lachnummer des Tages.